Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Raft. Schön, dass du wieder reinlohnst. Ich bin beim Storygebiet und ich freue mich wirklich wie ein Kleinkind, dass ich jetzt endlich hier bin. Ziel ist es jetzt hier auf diese Plattform zu kommen. Ich hatte beim letzten Mal versucht, so gesagt rückwärts ranzufahren, damit ich da... so gesagt hochspringen kann. Ich hatte jetzt noch einen Köder hier entdeckt. Und nutz den mal einen Moment. Genau, mach du mal dein Ding. Damit ich hier mal kurz einen Moment Zeit habe. Ja, der Wellengang ist ab und zu schon so hoch, dass ich das Gefühl habe, ich kann mal kurz hier hochspringen. Ja, ich bin halt oben, Leute. Total easy. Ohne großes Problem. So läuft's, Leute. Sehr geil. Ich bin mir halt auch nicht ganz so sicher. Was ist das? Ob hier irgendwo Feinde sind oder so. Guck mal, Schrott. Kunststoff. Das nehme ich alles mit für den nächsten Lampenbau. Okay, I got you, Bruce. Okay, B2. So, die Schränke gehen nicht auf. Hatte ich schon probiert, ne? Da kann ich noch hoch. Okay, da geht es noch höher. Okay, dann mache ich erstmal hier unten weiter. Hier ist noch eine Notiz. It's been weeks. Just me and Owl here now. Stuck on this platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Celine got a prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. Together we would find a way out of this mess. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Maybe the radio picked up something. Is it you, Sparrow? Okay. Bisher sind das für mich alles noch Hieroglyphen. Jetzt wird's natürlich Nacht, Leute. Ich würde ja gerne eine Taschenlampe haben, aber die gibt's ja leider nie. Und ich darf auch nie vergessen, dass ich dann später nochmal... Gott, a shark named him Bruce. Okay. Ich darf nie vergessen, nach dem Ausflug hier nochmal in mein Tagebuch reinzulunzen. Falls da durch die Notizen nochmal irgendwie ein Hinweis ist. Okay, ja. Es sind auch überall so Kameras und so. Kommst du hier hoch, Alter? Ja, tatsächlich. Ist ja geil. Took a boat, won't be back. Okay. Ist ein bisschen surreal jetzt gerade alles mit der freundlichen Musik noch im Hintergrund. Ja, sieht das alles ziemlich verlassen aus hier. Hier ist noch eine Kiste. Geil. Ich bin natürlich auch so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Material, ne? Tut mir leid, dass das jetzt so dunkel ist, Leute. Aber dadurch, dass ich das jetzt hier hochgeschafft habe, würde ich ungern nochmal abdrehen. Baulampe, Stirnlampe. Gerade habe ich noch davon geredet. Wo ist denn die? Hier. Ich sehe sie nicht.
Sieht sie jemand? Insektennest? Netz, wollte ich sagen. Wo sollen die sein? Oder habe ich das jetzt? Ah, ich habe das jetzt hier. Ah, okay, das muss ich klar am Forschungstisch nochmal. Okay, ist das? Hinweis. Radio Notes. Ah. 22nd of December. Distress call received. Balboa Island. 9th of January. Koku won't accept facts. 2nd of February. Gunshots in the distance. Tangaroa City. 14th of February. Sparrows come. That's Aline. 6th of March. Another distress call. Varuna Point. Missing child. 16th of April. Rafters dreaming of utopia. Foolish hope. Okay, das war die Eule. Von der andere Mann schon erzählt hat. Irgendwas mit Utopia habe ich mir jetzt gemerkt. Aber ich gucke dann später noch mal in die Notizen rein. Okay, ich darf natürlich die Nahrung nicht vergessen, weil so wie ich mich kenne, habe ich nichts dabei. Okay. Oh! Oh! Oh Gott! Boah, das ging relativ easy. Alter, hier ist noch übel viel Kram. Und jetzt? Darüber? Oder kannst du da hochklettern? An der Ranke. Alter, du hast es darüber geschafft. Ist ja geil. Ich brauche unbedingt was zu essen, Leute. February. We picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Yeah. The reactor at Celine. Might be the only chance we have against this endless ocean. You know it, Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make it to Celine. I hope you finish the reactor. For all of us. Oh my God. Okay. Ich bin jetzt so ein bisschen im Stressmodus, Leute, weil... Oh mein Gott! Alter! Hey, a friendly face! Wondering how I ended up here? Long story. Really? Ja du, ich habe leider ein Nahrungsproblem. Anyway, nice wrap. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert. Okay, neuer spielbarer Charakter und Bauplan für Recycler. Hinweis. Neue Notiz. Ach so. Hä? Hey, a friendly face. Ach so, okay, ich sag dasselbe nochmal. Ended up as a maritime expert, mainly due to the world sinking. Awesome! Let's head out! Okay. Also ich freue mich total, die zu sehen. Wenn ich jetzt nicht so ein Problem mit meiner Nahrung hätte, liebe Leute. Deswegen muss ich leider jetzt mal relativ schnell, weil ich werde nämlich gleich langsam sein.
Und hier gab es aber noch eine Stelle, wo ich hochgehen kann. Jetzt gibt es natürlich hier so viele Eindrücke gerade, Leute. Weil mir das jetzt schon ein bisschen leid tut, dass ich jetzt hier so das so schnell abarbeite. In Betracht darauf, wie lange ich gebraucht habe, hierher zu kommen. Aber ich habe mir noch ein paar Fische ins Dings gelegt. Auf den Grill. Schnell wieder hin. Ach so, es war Wasser übrigens. Ich bin so doof. Ich hätte noch bleiben können. Scheiße. Okay, der Hai ist natürlich jetzt da, ne? Okay, dann musst du jetzt mal lassen, weil... Ach, es war Wasser, Leute. Ich bin ja auch so eine Maus, ne? Okay, du hast kein Holz, aber... Sollte ja nun kein Problem sein. Scheiße, jetzt habe ich auf das Falsche geachtet, ne? Ich Maus, ey. Okay, ich räume erstmal schnell aus. Und dann muss ich das alles nochmal ein bisschen verstehen, was jetzt hier gerade abging. Also ich habe jetzt ein Mädchen getroffen. Das musst du nochmal schnell am Forschungstisch. Ach geil, hier ist es jetzt. Recycler, davon hat der Toni ja schon was erzählt. Und die Stirnlampe. Braucht eine Batterie natürlich. Okay, wo hattest du die Baupläne? Tu die mal kurz hier rein jetzt. Und dann hast du ja hier noch so ein neues Entsafter rote Melone. Okay, da ist wieder die Erdbeere dabei, die ich nicht kenne. Das kommt jetzt mal hier rein in die Kiste. Okay, Leute. So. Okay, ich würde es noch mal wagen, weil ich habe nämlich gesehen, dass da noch... Da war noch was, Leute. Gott. Scheiße. Jetzt haben wir keinen Wellengang, ne? Doch, wir kommen hoch. Alles cool. Es gab noch in der Geschichte, wo ich nie hochgegangen bin, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich so gesagt das Wichtigste jetzt gefunden habe hier. Hier ist es genau das, ne? Okay, wir sind jetzt oben bei dem Radio Tower gewesen. Haben wir wirklich alles jetzt gesehen, Leute? Guck mal kurz ins Tagebuch rein. Ah ja, und somit haben wir nämlich hier jetzt den neuen, das neue Gebiet, ne, wo wir hin können, Leute. Das war jetzt auch so ein bisschen meine Hoffnung. Hier, genau. Hier sind jetzt die ganzen Nachrichten auch. Das ist natürlich nochmal cool. Okay, ja. Sehr schön, dann ist das alles am Stissel, ne? Und das ist jetzt unter Radio Tower. Okay, cool, Leute. Das freut mich. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier alles erwischt. Da ganz oben bin ich ja jetzt gewesen bei ihr. Aber was war jetzt ihre Mission? Das habe ich noch nie ganz so verstanden. Sie hat mir jetzt vielleicht einfach nur den Hinweis gegeben, dass es noch Wassergatan oder Wassergatan. Ich weiß es nicht. Aber das kannst du dir auch alles nochmal anhören, wenn du das wolltest. Okay. Na, ist alles ziemlich rätselhaft hier. Und sie chillt jetzt da oben und kommt nie mit, oder wie? Ich konnte sie jetzt nochmal aktivieren. Aber... Ich gucke jetzt nochmal schnell hier unten. Ob ich da jetzt wirklich auch alles habe, Leute. Weil hier bin ich, glaube ich, nie bis zum Schluss drinne gewesen, weil ich Angst wegen dem Sauerstoff hatte.
der übrigens jetzt gleich wieder losgeht. Danke. Stimmt, meine Taucherausrüstung wird bestimmt nicht mehr frisch sein, ne? Okay, beeil dich mal. Okay, falsche Abteilung. Aber ich habe jetzt eine Stirnlampe und einen Recycler. Was ich natürlich auch ziemlich interessant finde. Was das genau beinhaltet, das Ding. Ich hoffe, dass ich jetzt alle Pläne hier habe, so gesagt. Das wäre schon ganz cool. Aber ich, so wie ich das verstehe, kann ich das ja auch jederzeit wieder anschippern, oder? Wenn ich das wollte. Wo ist denn mein Floß, Leute? Da. Okay. Hallo, Hai. Bitte beißen Sie mich. Oh, Alter. Oh, scheiße. Okay, Leute. Also, wir haben jetzt was von Utopia gehört. Kann ich mir nur noch nicht ganz so erklären, was das für mich zu bedeuten hat. Bisher ist es alles für mich noch so ein bisschen mystisch. Aber was ich ganz cool finde, ist die Tatsache, dass, wie ich mir das schon so ein bisschen erhofft hatte, dass es hier wirklich noch andere Leute gibt. Ich frage mich nur, was sie da oben jetzt macht. Genau, das habe ich nie ganz so verstanden. Ist aber auch nicht schlimm, liebe Leute. Ich würde tatsächlich jetzt den Anker lichten. Wo ist der Wind? In diese Richtung. Und ich habe das Gefühl, wir haben alles gefunden, was wir finden sollten. Denn wir haben nämlich ein neues Signal. Und dadurch, dass ich ja jetzt weiß, wie das funktioniert, werden wir es jetzt höchstwahrscheinlich auch ein bisschen schneller finden als den Radio Tower. Und ich schmeiß nochmal die Angel raus, Leute. Genial. Okay, das war ja cool, Leute. Sehr schön. Sehr erfrischend zwischendurch. Habe auch leider ihren Namen jetzt vergessen. Aber ihr werdet es mir vielleicht nochmal mitteilen. Ich war jetzt leider so auf diese Nahrungsproblematik wieder aus. Cool. Was Neues fürs Regal. Ich hoffe, ich kann die Kerze auch anzünden. Sehr schön. Dann hau dir mal den Lachs jetzt hier drauf. Und räum mal ein bisschen aus. Wenn du kannst. So, und zwar du mal dahin. Geil, wir haben jetzt auch wieder ganz viel Schrott, Leute. Das heißt, die Lampen sind wieder sicher. Kannst du das eigentlich gleich mal rausnehmen hier, den Boy? So, und jetzt könnte ich ja 1158. Perfekt, Leute. Und guckt euch das an.
Wir fahren im Grunde genommen schon auf das neue Ziel zu. Und jetzt merke ich mal, wie einfach das funktioniert, ne? Wenn man es verstanden hat. Das ist ja unfassbar. Als ich das nie gerafft habe mit diesem doofen Tagebuch, ne? Hammer. Ich kann es nicht glauben. Gott ist ja klein. Sammel die jetzt mal wieder. Guck mal, da hast du auch Holz drin. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, das Inventar ist wieder übelst voll. So, wie können wir uns denn nur mal ganz kurz zur Info, wie das so gebaut wird, das Gerät. Da ist jetzt hier die Stirnlampe. Dafür bräuchtest du halt eine Batterie. Klar. Die du wo hast? Hier, ne? Okay, würdest du die mal bauen? Und dann musst du die wahrscheinlich anziehen, ne? Ach Gott. Okay, dafür ziehst du aber den Hike. Kannst du die auch ausschalten? Okay. Weil wenn du die nie ausschalten kannst... Nee, ich kann die, glaube ich, nie ausschalten, Leute. Dann würde ich mir die aber lieber noch sparen, ne? Oder? Für andere Situationen. Dann kommt die jetzt erstmal in die Toolkiste rein. So, du da mal hin. Perfekt. Dann wollte ich mir den anderen Boy noch anschauen. Und zwar den sogenannten Recycler, der hier ist. Leiterplatte müsste ich bauen. Leiterplatte. Dafür brauche ich wieder Kupfer, ne? Kupfer und Diskelöt. Dur. Bau dir mal gleich mal drei, weil die brauchst du dann wieder für die Batterien. Da bin ich mir absolut sicher. So, das hast du schon mal drin. Dann muss das mal wieder weg hier. Zack. Extrem Platzmangel gerade, Leute. Tu mal hier rein. So. Tu mal hier hin. Dann hatte ich gesagt, Bolzen brauche ich. Das und das. Und dann kannst du hier den Recycler bauen. Da ist er, Leute. Was auch immer der jetzt kann. Aber dadurch, dass ich den ja abbauen kann wieder, würde ich den gerne mal austesten, was den sein Ding ist. Weil wir sind ja eigentlich eh noch dabei, hier Platz zu bauen, ne? Setz den mal, dass ich nur mal so ein bisschen... Rohes Material... Okay. Was soll das sein? Ach, der braune Batterie. Scheiße. Okay, können wir noch eine Batterie bauen, Leute? Können wir schon. Kupfer. Und Plastik hast du ja hier ganz viel jetzt. Und dann kannst du mir mal gleich mal so drei Stück bauen, weil die werden wir eh wieder brauchen. Demnächst. Das passt alles. Dann lager die mal übereinander. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Lass mich nur mal gucken, was der kann. Okay. Oh, Essen, Leute. Scheiße.
Okay, was kann denn der? Ach so, rausnehmen? Aber wie schalte ich denn den an? Sieht jemand ein Knöpfchen oder so? Okay, das ist jetzt hier drinne. Aber der macht ja irgendwie nichts. Nee, jetzt hast du die wieder rausgenommen. Wie kannst du nur den einschalten? Ich meine, Batterie ist ja angeschlossen. Funktioniert das? Okay. Okay. Muss ich da noch mehr reinlegen oder? Ich mache das jetzt einfach. Ich habe halt so viele Palmblätter. Jetzt. Okay, ich kann mir gar nichts drunter vorstellen, was da jetzt passieren soll. Er hat jetzt auf jeden Fall was gemacht. Müllwürfel? Wozu brauche ich das? Kann ich den erkunden? Müllwürfel? Okay. Wird als Währung am Handelsposten verwendet. Ah. Okay, Leute. Ich verstehe. Das ist ja geil. Dann kann ich mir da dann Kram kaufen, ne, wenn ich das will da. Und gleichzeitig, das ist ja noch geiler, den ganzen alten Stissel loswerden, den ich da die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Batterie, du kommst jetzt erstmal raus. Und dich lasse ich mal kurz da. Okay, Leute. Das ist ja alles sehr interessant jetzt, muss ich zugeben. Achso, ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir hier ausmachen. Wie sieht es denn aus hier eigentlich? Ja. Also wir kommen wieder drauf zu. Und ihr seht, wie schnell das jetzt hier geht, die Nummer, ne? Wenn man das alles mal im Blick hat hier, wie das funktioniert. Richtig cool, Leute. Huch, was schade. Okay, Leute, dann würde ich vorschlagen, ich räume jetzt noch ein bisschen aus ohne euch, ganz gemütlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht schaffen wir schon, das zweite Storygebiet uns anzuschauen. Soll jetzt kein Durchrattern werden, aber ihr müsst natürlich verstehen, dass ich jetzt fast 40 Folgen gespielt habe, ohne das jemals gesehen zu haben. Und jetzt würde ich halt schon gerne mal so ein bisschen dranbleiben. Und nebenbei erweitern wir natürlich unser Floß mit dem Ziel, uns da nochmal so eine kleine Küche reinzubauen. Und oben drüber würde ich mir dann mal die Wiese und so angucken, damit ich bald mir auch mal ein Tier hier noch aufs Floß hole, ne? Liebe Leute, ich sage vielen lieben Dank fürs Reinlohnen und bis bald bei Raft. Macht's gut. Tschüss.